Stell dich und dein Projekt doch mal vor. Ich bin Sebastian Jakob und ich mache Quartiermeister das Bier für hier. Das ist eine ganz einfache Sache. Wir verkaufen Bier einer lokalen Brauerei an einem lokalen Markt und schütten das Bier über die Gastronomie aus, nehmen Geld dadurch ein und dieses Geld stecken wir uns nicht in die eigene Tasche, sondern geben das an lokale soziale Projekte weiter. Und wie kann das möglich sein? Das ist ganz einfach. Brauereien befinden sich an einem ziemlich unter Druck stehenden Markt. Das heißt, sie haben Interesse daran, dass innovative Wege gefunden werden, um regionale Produkte in Konkurrenz zu diesen ganz großen Brauereikonzernen zu vertreiben. Wir haben eine Lösung gefunden. Und für Konsumenten stellt es eine ganz reizvolle Angelegenheit dar. Ich meine, du stehst vor der Wahl, ich gehe in eine Bar und trinke entweder ein gutes Bier oder ein gutes Bier, bei dem auch noch was Gutes passiert. Trinken und was Gutes tun, das macht halt doppelt Spaß. Und woher weiß man, was genau man trinkt? Steht groß Quartiermeister drauf. Und auf der Rückseite ist immer das Logo des Kooperationspartners, mit dem wir zusammenarbeiten. Verstehe. Und wie groß kann das werden? Wie groß wird Quartiermeister mal sein? Wir sind da ziemlich froher Hoffnung. Wir haben jetzt in dem vergangenen Jahr, wenn man so will, den Prototyp Quartiermeister in Berlin aus dem Boden oder aus der Taufe gehoben. Und jetzt sind wir gerade dabei, unser regionales Netzwerk auszubauen. Seit letztem Jahr gibt es Quartiermeister auch in Frankfurt am Main. Ab Juni gibt es Quartiermeister auch in München. Und ich bin ganz optimistisch, dass wir es dieses Jahr auch noch in Köln am Rhein an den Start kriegen. Ich glaube, dass wir da auf mehreren Trends aufsatteln und es wird sich gut entwickeln. Wir beobachten einfach ganz deutlich, dass sich Menschen rückbesinnen auf regionalen Konsum. Es besteht einfach ein Interesse daran, zu sehen und zu wissen, woher kommt das Produkt, was ich konsumiere. Und der nächste Trend ist, Menschen wollen mitbestimmen und mitsehen und partizipieren an Konsum und Werterstellung. Die Möglichkeit bieten wir eben auch. Und noch als letzte Frage, was um Himmels Willen klingelt da in meiner Tasche? Was waren denn zum Beispiel Projekte, die ihr in Berlin verwirklicht habt oder worin wurde das Geld investiert? Wir haben im ersten Jahr eine ganze Reihe von Bildungsprojekten unterstützt, zum Beispiel die Schülerhilfe, das Netzwerk Schülerhilfe am Rollberg. Das ist so ein Netzwerk, wo Ehrenamtliche eine Betreuungssituation zu Schülern aus dem Kiez übernehmen und mit denen gemeinsam neue Horizonte entdecken. Anderes Bildungsprojekt war der Plan MSA in Kreuzberg. Da werden Schüler gezielt auf die Mittelschulabschlussprüfungen vorbereitet, die nicht über die finanziellen Möglichkeiten verfügen, irgendwie die privilegierten Kinder Nachhilfe zu bezahlen und so weiter. Wir haben verschiedene Kulturprojekte auch gefördert. Wir haben auch ein Sportprojekt mit dem NFC Rot-Weiß, das ist der Fußballverein in Neukölln, der auch ganz tolle Integrationsarbeit macht, zusammen gemacht. Also ganz gemischte Palette. Uns ist einfach wichtig, dass die Projekte, die wir unterstützen, sich vor allem positiv und integrierend auf die nachbarschaftliche Gemeinschaft auswirken. Vielen Dank. Gerne.